Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Ockentoschen, 12 Jahre. Lustiger Name, Ockentoschen ist gälisch, heißt so viel wie Ecke des Feldes. Und ich habe mal ein Video gedreht mit meinem kleinen Sohn zusammen, in dem ich auf lustige Art und Weise versuche, den Namen der Brennerei zu erklären. Blende ich euch oben mal einen Link ein, könnt ihr draufklicken, kommt ihr direkt zum Video. Ja, die Flasche, so wie man sie kennt, so wie man sie hier sieht, gibt's seit 2008. Da fand der Designwechsel statt und parallel dazu haben sie den Ockentoschen mit 10 Jahren upgegradet zu diesem 12-Jährigen hier. Ich habe den alten 10-Jährigen probiert, blende ich euch oben ebenfalls einen Link ein, beziehungsweise ich blende euch die ganze Playlist ein, denn ich habe von Ockentoschen jetzt mittlerweile schon einiges probiert. Der 12-Jährige hier ist so ein typischer Einsteiger-Whisky, ja, 40 Volumenprozente, er ist gefärbt, er ist auch kühl gefiltert, heißt, in der Brennerei wird der Whisky auf 0 bis 5 Grad etwa abgekühlt. Gewisse Stoffe im Whisky fangen dann an, trüb zu werden und auszuflocken. Die filtert man raus. Hat den Vorteil, sollte da später jemand Eiswürfel reinschmeißen und den auf Eis genießen, wird er eben nicht mehr trüb und flockt nicht mehr aus. Ja, das ist die ganze Geschichte. Warum ist es ein typischer Einsteiger-Whisky? Ockentoschen ist eine Brennerei, die nicht zweifach, sondern dreifach destilliert, macht einen relativ leichten, weichen, milden Alkohol und auch die Reifung in den ehemaligen Bourbon und in den ehemaligen Sherryfässern sorgt für eine gewisse Komplexität, die nach 12 Jahren keinen überfordert. Ja, all das macht ihn zu einem schönen Einsteiger. Ich trinke ihn recht gerne, ich habe allgemein Ockentoschen sehr gerne. Ist meiner Meinung nach eine unterschätzte Brennerei. Schön ausbalanciert, der hat keine Ecke, hat keine Kante, ist ein rundes Ding. Heißt so viel wie, hier ist eine leichte Fruchtigkeit da, hier ist eine leichte Würzigkeit da, hier ist ein bisschen Eiche da. Von der Frucht her, ja, geht es schon in die Richtung von Kirsche, Himbeere. Das ist so der Brennereicharakter, also die Fruchtigkeit, die bei Ockentoschen durch den Brand an das Destillat abgegeben wird, die habe ich eigentlich fast immer, die Kirsche. Kirsche, Himbeer, ja, geht vielleicht sogar in so eine Richtung, so Preiselbeer oder so. Cranberries. Die Sherryfässer, die hier mit eingemischt wurden, geben dem Whisky so eine ganz dezente Nussigkeit. Und die Würzigkeit kommt von den Eichenholzfässern. Schönes, rundes Ding. Die Aromen überfordern keine. Keinen kann ja jeder schön nacheinander aufschlüsseln, was er hier rausriecht. Schönes Teil. Slange. Schön mild und leicht im Mund. Keine alkoholische Schärfe. Kein Wunder, hat auch nur 40 Volumenprozente. Diese dezente Nussigkeit ist auch im Geschmack da. Die leichte Fruchtigkeit ebenfalls. Und ein bisschen Bitterkeit von den Eichenholzfässern erinnert mich so ein bisschen an vielleicht so ein bisschen Walnuss. Vielleicht auch ein bisschen herber. Ja. Also im Abgang dann so, der nicht zu lange ist. Eine leichte Bitterkeit. Insgesamt hält er aber immer noch, genau wie in der Nase, schön die Balance zwischen fruchtig, würzig, eichig, bitter. Jetzt wird die Eiche deutlicher in der Nase, so ein paar blumige Noten kommen da noch dazu. Er bleibt aber leicht. Die Frucht verschwindet jetzt ein bisschen. Dadurch, dass der Whisky dreifach destilliert ist und so mild und so leicht ist, zieht er eigentlich schon nach 12 Jahren relativ viel Eiche raus, zumindest was das Aroma betrifft. Ja, also dadurch, dass der Whisky so leicht ist, kommt hier eher weniger die Fruchtigkeit, sondern dann doch schon eher das Fass. Und das hat man hier. Also jetzt beim zweiten Mal riechen, übernimmt deutlich das Fass und man riecht die Eiche. Ja, so ein bisschen die Kirsche, die Himbeere, die Preiselbeere, also das, was ich fruchtig, fruchtigkeitsmäßig, gibt es das Wort überhaupt? Das, was ich von der Frucht her gerochen habe, das schmecke ich auch.
diese leichte Nussigkeit und dann die Eiche, die eine gewisse Bitterkeit hat, aber auch eine gewisse Trockenheit. Ja, schöner Einsteiger-Whisky, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr einen Laien an die Materie Single Malt Scotch Whisky heranführen möchtet, könnt ihr den nehmen, der liegt so bei knapp 30 Euro, kann ich empfehlen, ich wiederhole mich, ja. Also mein Vater und mein Bruder, den hat er auch sehr gut geschmeckt und die trinkt normalerweise gar keinen Whisky, also das spricht für den Ockentoschen hier, ja. Ich habe noch ein Sample und zwar vom volljährigen Ockentoschen mit 18 Jahren. Den probiere ich im Anschluss. Ich mache ein zweites Video draus. Ihr kennt das Spiel. Blend an der Stelle oben den Link ein, wenn es denn dann online ist. Ich bin gespannt. Also das ist so einer von den 18-jährigen Whiskys, der fällt irgendwie komplett hinten runter. Also ich kann mich nicht erinnern, dass einer meiner Freunde, Bekannte den jemals im Glas hatte. Deswegen bin ich gespannt, was der mit 18 Jahren so zu bieten hat. Das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch im nächsten Video, in dem Fall dem Ockentoschen mit 18 Jahren, wieder einschaltet. Haut rein!